So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses. Das ist der Jonas. Jonas, Schatz, guck mal. Oh, guck mal, sieht aus wie Samyang Bulldog Cheese. Die haben nämlich auch so eine schöne gelbe Verpackung. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, die Woche sind im Netto Samyang Bulldog Rahmen im Sortiment und im Angebot für 1,59 Euro. Das ist übelst der Spitzenpreis. Sonst musstest du die immer im Internet bestellen, da hast du für einen 5er-Pack vielleicht 15 Euro bezahlt. Dann hast du plötzlich gesehen, die gibt es beim Rewe-Sender, das war schon das Highlight, dass es im Rewe Samyang gab. Da hat eine Packung 1,89 gekostet, dann wurde die erhöht auf 1,99, also ein einzelnes Päckchen, 1,99. Das heißt bei 5 Packungen, ein 5er-Pack, 10 Euro. 10 Euro ist immer noch günstiger als 15 Euro im Internet und du hast keinen Versand. Aber jetzt netto 1,59. Da wollen wir mal hin, wollen wir gucken, ob da noch was da ist, ob das überhaupt jemand kauft. Im Rewe habe ich jetzt schon gesehen, die Regale sind immer befüllt. Dann sind sie plötzlich komplett leer. Dann steht plötzlich nur noch Too Spicy drin, alles andere ist leer. Eine Woche später sind die Too Spicy auch weg, aber dann sind sie wieder befüllt. Also die Leute kaufen immer noch Samyang und essen die und hauen sie die sich rein. Aber irgendwann kauft die keiner mehr, weil es den meisten sicherlich zu scharf ist. Dann ist das wieder weg. Das heißt, wir müssen zuschlagen. Ich werde jetzt mal gucken, was da ist und mir vielleicht ein bisschen was mitnehmen. So, wir stehen jetzt vor dem Netto. Da seht ihr schon, das ist das Werbeplakat. Da steht es auch nochmal drauf. Samyang Instant-Nudeln. Verschiedene Sorten, auch online. 10 Zusatzpunkte, 1,59. So ganz typisch, wenn du netto reinkommst, erstmal Schnitzelfritz abchecken. Denn Schnitzelfritz Curry ist auch genauso genial. Muss ich immer mitnehmen, vor allem wenn das 30% reduziert ist. Das ist auch nochmal mega günstig und übelst lecker. Fragt mal Sarina, die isst sie auch immer. Deswegen nehmen wir die mit. Curry, Hähnchen, Schnitzelfritz, ihr kennt das. Und guckt euch mal an, von wegen hier verschiedene Sorten, verschiedene Auswahl. Wir haben theoretisch nur Käse und wir haben Carbonara. Das heißt, ich werde jetzt einfach ein Ding Käse mitnehmen, wo auch schon ein Carbonara hinten drin ist. Und wir nehmen ein Ding Carbonara mit, ungefähr so. Das sind haushaltsübliche Mengen. Und dann habt ihr hier eigentlich nur noch zwei Tütchen, nochmal zwei Tütchen. Das heißt, es sind jetzt 4 übrig, aber die anderen Leute essen das ja eh nicht. Das ist ja zu scharf und weil das ja keiner isst, weil das zu scharf ist, bevor das zurückgeht und nicht gekauft wird, kauft es der Ramses in der Hoffnung, dass es sich so gut verkauft hat, dass es wieder bestellen und es nochmal gibt, dass er jetzt immer seine Samyang hier im Netto holen kann. Und wenn man einmal da ist, muss man auch direkt wieder an Hannes denken. Hier gibt es nämlich auch wieder das gute Paulaner Münchner Hell. Nehmen wir gleich noch eins mit für Hannes. Ich habe letztens in dem Video nämlich vergessen, wo Hannes eigentlich dabei wäre, aber nicht dabei war, wollte ich eins auf ihn prosten. Konnte ich nicht machen. Nehmen wir das jetzt mit auf Hannes. So, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Möchten jetzt die Nudeln trotzdem mal auch in dem Video essen, damit ihr seht, ich kaufe die nicht nur, ich esse die auch. Das ist also die ganze Packung von den Käse. Das ist die ganze Packung, also der ganze Tray mit den Carbonara. Auf TikTok sind die ja mittlerweile richtig gehypt gewesen, Carbonara, aber dann haben die sich die alle immer noch mit Milch und so Zeug, dass die milder sind. Finde ich halt richtig Quatsch. Die musst du so essen, wie die sind, aber eigentlich muss es ja jeder so machen, wie er denkt, aber irgendwie hasse ich TikTok, deswegen muss ich das immer so sagen. Das jetzt vielleicht fürs Thumbnail, dass man sieht, dass wir Samyang Bulldog Nudeln im Pack gekauft haben, ganz viel. Was ich aber immer mache, wenn ich Nudeln mache, ich zeige es euch jetzt nochmal so, also ich habe jetzt leider nur 2 verschiedene Sorten. Wenn wir also ein Carbonara-Päckchen nehmen, packe ich mir immer hier die Carbonara in den Topf. Was auffällig ist, ist, dass wir hier ein Nudelnetz haben. Ein quadratisches Nudelnetz. Normalerweise kenne ich Carbonara nur, dass sie dann rund sind. Auch in der Tüte, nicht nur in der Bowl, auch in der Tüte haben wir ein rundes Nudelnetz Carbonara. Hier aber nicht. Die breche ich jetzt hier rein, nehme natürlich noch eine Packung Cheese hinterher. Und die packe ich jetzt auch hier rein. Ich mache mir immer 1 Liter Wasser warm. Und mache mir 2 Päckchen Samyang, normalerweise 2 Päckchen von der gleichen Sorte, aber jetzt für das Video
machen wir natürlich unterschiedliche Sorten. Jetzt sind die zwei Nudeldinger hier drin. 1 Liter Wasser drauf, aus dem Wasserkocher. 1 Liter kochendes Wasser auf die Samyang-Nudeln, auf beide Nudelnetze, damit die richtig schön schwimmen. Beziehungsweise, wenn die abheben, ist eigentlich schon zu viel. Das muss halt irgendwie abschließen. Und dann ganz kurz warten. Ich möchte die nicht zu weich und zu matschig haben. Ich möchte die immer noch richtig schön bissfest. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt, aber ich sehe auf jeden Fall einen Unterschied bei den Nudeln. Das untere Netz ist das Carbonara-Netz. Hier sehen die Nudeln viel gelber aus. Das obere Netz ist das von den Cheese. Da sind die Nudeln eher weiß. Wenn jetzt hier so ein paar Nudeln durchkommen vom Carbonara, seht ihr, dass da immer wieder so gelbe Punkte dazwischen sind. Es ist halt heiß, es dampft, deswegen beschlägt es auch die ganze Zeit. Aber das gießen wir jetzt erstmal kurz ab in den Nudelsieb und dann kommt es in die Schüssel. So, das ist das Nudelsieb mit den abgegossenen Nudeln. Das ist die Schüssel, wo das rein soll. Das heben wir kurz an. Schmeißen das hier rein. Das tropft auch noch ein bisschen. Ihr solltet sowieso immer einen Rest Brühe drin haben. Also 8 Teelöffel Wasser oder 6 Teelöffel Wasser sollen da drin bleiben. Bei mir ist das vielleicht 1 bis 2 durch das Abtropfen. Dann haben wir unsere Soßen, die müssen wir jetzt ja auch erstmal drauf machen. Wir haben hier das Päckchen mit der Bulldog Cheese Soße, das schneiden wir auf, machen das für euch jetzt hier drauf. So, dass ihr das seht, diese schöne, rote, feurige, brutale Samyang Bulldog Soße mit dem unglaublich guten Geschmack, die ist halt wirklich einfach genial. Wer noch nie Samyang gegessen hat, sollte jetzt die Chance nutzen, im Netto für 1,59 sich so ein Päckchen zu gönnen. Dann haben wir hier die Carbonara-Soße. Die müsste ja eigentlich genauso schmecken. Wenn wir mit der Gabel mal probieren. Merken wir auf jeden Fall die Schärfe auf der Zunge. Einen richtig beißenden Geschmack. Oh. Sagen manche, Cheese geht gar nicht, Cheese ist ja noch schärfer als scharf. Irgendwie variiert das Gefühl auch manchmal. Oder ihr habt dann Tage, wo ihr es mal besser vertragt, dann mal schlechter. Das muss jeder für sich entscheiden. Jetzt habe ich den direkten Vergleich von der Carbonara-Soße und der Cheese-Soße, wenn ich jetzt hier reingehe. Auch die Soßen sind leicht unterschiedlich. Ich fand die Cheese-Soße irgendwie ein bisschen dicker und cremiger. Die Carbonara flüssiger, irgendwie auch leichter. Also du merkst auch anhand der Soße direkt, ja gut, die Soßen müssen ja ein Unterschied sein, denn durch die Soße kommt ja die Schärfe. Das heißt, ob du da Käsepulver dran machst, das ist ja für den Geschmack. Aber die Schärfe, die kommt weiterhin von den Soßen, die machen das aus. Dann haben wir jetzt unser Käsepulver von den Käsesamyang. Das knalle ich immer so einfach hier drüber, damit das eine schöne Cheesy-Note hat. So, dann haben wir gleichzeitig aber unser Carbonara-Puder. Was ja, weil es Puder ist, eigentlich in dem Rest Wasser so ein bisschen aufgelöst werden soll. Damit das irgendwie eine Suppe ist. Aber so wenig Wasser und so viel Puder, dass das trotzdem irgendwie ein bisschen dickflüssig und sahnig rüberkommt. Wir matschen das jetzt einfach so rum. Denn ich möchte keine Suppe, ich möchte das immer richtig bissfest. Und dann haben wir hier eine Schüssel Cheese Carbonara. Und weil es so ein guter Tag ist, habe ich mir überlegt, ich mache auch sogar noch was. Und zwar haben wir immer noch, erstmal hier von der Seite. Wir haben ja immer noch die Mad Dog 357 in der Silver Edition. Die ist aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt. Wir werden noch einen Tropfen Mad Dog hier drauf machen. Da muss man jetzt wieder aufpassen, wenn das rauskommt, wie das rauskommt. Da ist eine Blase drin. Jetzt ist die Blase weg, jetzt kommt ein Tropfen. So, ein Tropfen reicht für die ganze Schulkantine, ihr wisst Bescheid. Und wir haben sogar noch unseren Special Guest, ist immer noch was von dieser Danakil Soße da. Die Marke Bauer Danakil Hot Sauce
Erta Ale, die haben wir auch schon getestet, mit bis zu 2 Millionen Scoville vom Marke Bauer. Die habe ich mir letztens auch irgendwo auf so Sandwich nochmal drauf gemacht. Die sieht jetzt nicht so pflaumig, dunkel aus wie die Mad Dog. Die ist eher rot-musig, aber ist bedeutend schärfer nochmal als die Mad Dog. Jetzt haben wir da auch noch einen Punkt drauf gemacht. Und jetzt müssen wir hier den ganzen Bottich irgendwie rummatschen. So, dass das irgendwie schön verteilt ist. Denn das ist jetzt mein Samyang Jubiläum. Samyang im Rewe, Samyang im Netto, Samyang am Kiosk, Samyang am Snackautomat, Samyang überall. Und wer es noch nicht kennt, soll das halt unbedingt mal probieren, das mal kennenlernen. Ich möchte jetzt diese ganze Schüssel essen, aber das mache ich für euch im Schnelldurchlauf und natürlich ohne zu trinken probieren. Erst wenn die Schüssel leer ist und die Kamera aus ist, kann man nachträglich vielleicht einmal einen Joghurt essen oder irgendwas, damit man später keinen Bauchramses bekommt. Aber das als Genuss muss einfach sein. Nach jeder Gabel 10 Liter Milch trinken, dann hast du gar keinen Samyang-Geschmack mehr. So, Adi ist bereit, Adi ist Zuschauer, Adi sitzt auf dem Stuhl. Hier seht ihr nochmal die zwei Packungen, hier seht ihr nochmal die Schüssel. Ich wollte es von der Seite eben auch nochmal zeigen. Das sind zwei Päckchen Samyang und jetzt muss ich das irgendwie so hinstellen, dass man meine Visage sieht und wie ich das esse. Das war es ansonsten von meiner Seite aus, wenn ich es nicht überlebe. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Aber eigentlich hätte man ja erstmal eine Gabel probieren müssen und sagen, wie es schmeckt, bevor man es sich reinleiert. Die Samyang sind richtig schön fett, noch richtig schön bissig. Das ist übelst genial. Du hast so eine Käsenote, du hast die Carbonara-Note drin. Du merkst aber sofort diese prägnante Note von dieser Marke Bauer-Soße, die sich direkt auf die Zunge legt. Das andere, das brennt ja irgendwie immer so im Rachen ein bisschen. Das andere legt sich auf die Zunge. Die Mad Dog umfasst den Mund. Die sind auf jeden Fall scharf, schärfer als sonst. Das heißt, wir müssen jetzt die Schüssel essen und sehen uns dann gleich, wenn die Schüssel leer ist. Da habt ihr schon die erste körperliche Reaktion. Und zwar Schluck auf. Und vielleicht auch den roten Samyang-Lippenstift. Obwohl, der sah schon mal besser aus. Der war schon mal rötlicher. Egal, Schluck auf ist da. Das finde ich immer gut. Dann merkst du, dass es auf jeden Fall scharf ist. Aber es schmeckt trotzdem unglaublich genial. Ohne Schluck auf wäre das nicht dasselbe. So, die Schüssel ist jetzt leer. Der Schluckauf hat sich auch ein bisschen beruhigt. Ich glaube, vielleicht ist der Schluckauf manchmal noch nicht mal durch die Schärfe, sondern auch wenn man versucht, einfach so schnell zu essen und gar nicht richtig kaut, sondern schnell versucht, das einfach reinzuleiern, was sowieso nicht gut ist. Und das ist nicht gut für den Magen, das ist nicht gut für euch. Dann kriegst du Schluckauf halt, wenn es überhastet ist, wenn du zu schnell machst. Deswegen esst in Ruhe, esst entspannt und esst auch nur so, wie ihr es halt vertragt. Ich fand das unglaublich lecker. Ich würde das jedes Mal auch wieder so essen. Auch wenn der Mund jetzt brennt, auch wenn der Rachen brennt, auch wenn die Augen tränen. Das ist Essen. Das ist Essen. Für andere sieht das aus wie eine Qual, aber für mich hat das den gewissen Kick, den gewissen Reiz, das gewisse Etwas. Da wird das Essen wirklich wie zu einem Abenteuer. Du gehst da durch und
Es ist so unglaublich. Macht das nicht zu Hause nach, wenn ihr keine Schärfe gewohnt seid. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber ansonsten danke Netto für diesen Vorrat wieder mal an Samyang für 1,59. Unglaublich genial. Mit den zwei Soßen nochmal dazu. Nochmal ein ganz anderes Level erreicht. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Oh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und das alles ohne zu trinken. Und es lässt jetzt auch schon wieder nach. Das heißt, es ist okay. Es ist okay. Man kann es überleben. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.